Jan und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns ein Official Showcase Reveal von Indiana Jones and the Great Circle an. Von der Xbox Showcase vom Summer Game Fest. Ich wusste gar nicht, dass sowas in Planung ist. Und war ziemlich überrascht, als ich hier den Trailer gesehen habe bei der Xbox Showcase. Und ich werde das Spiel auf jeden Fall spielen. Und auf Englisch, das ist klar. Weil wenn man hier den Trailer gesehen hat, weiß man wieso. Sonst passt das überhaupt gar nicht. Let's go. Machine Games. Und Lucasfilm Games. Are you sure you want to investigate this, Indy? I can't let this go. It could be the best kept secret in history. What are you going to do, Indiana? These artifacts have a deep connection to something in the past. Boss believes they hold a kind of power. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe, glaube ich, keinen einzigen Indiana Jones Film gesehen. Höchstens mal die Lara Croft Spiele gespielt und auch den Film gesehen, was ja auch ein bisschen so in die gleiche Richtung geht. Aber natürlich kennt man Indiana Jones. Das ist einfach Kult, kennt man. Von daher bin ich gespannt, wie das Spiel hier sein wird. Ob es auch so ein bisschen in die Richtung wie Lara Croft geht. Hier ist ja offensichtlich eher im First Person, in der First Person Ansicht. Aber auch Rätsel dabei. Könnte interessant werden, bin ich gespannt darauf. Discovery that can change the world. What were you doing out there? Fresh air! We have to find the stones, Gina. Or they will. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you'd get a perfectly aligned circle. The Great Circle. Exactly. I intercepted the Morse code coming from the Himalayas. Where Voss is sending all of his men. Wow. Yep. Niederschnee, ich lieb's einfach. Let's get a closer look. Gotta find a stone and get off this ship. What's that in his hands? What does it say? Earth something. What was that? We'd better hide. Und jetzt sieht man gleich, warum ich gesagt habe, dass ich das Spiel in Englisch spielen werde. Weil in Deutsch würde das gar nicht so rüberkommen, wie es jetzt rüberkommt. Und das ist so gut gemacht. Where's the stone, you American rat? What stone? Have you ever heard of Höhenangst? Fear of heights? Yes! And I have it. I endured this dreadful mountain even if my mind was screaming every step of the way. Because of a concept you narrow-minded Americans will never understand! So gut. Devotion. Total and absolute devotion to the fatherland. You have no purpose. What you have is your stupid American cartoons. Choo choo, choo choo. You laugh and dance, celebrating your own idiocy and drinking the piss you call beer. I will walk through fire for the devoted men of the Reich. Ich hätte zwar nie gedacht, dass man eigentlich heutzutage ja Nazis noch so darstellt in Videospielen.
Aber gut, ich finde es gut, ich finde es lustig und passend. Und wahrscheinlich, wie gesagt, ich kenne die Filme nicht wirklich, aber wahrscheinlich hat ja das auch wirklich einen Zusammenhang mit Indiana Jones. Mal schauen. Ich finde es einfach gut, ich finde es lustig. Es passt einfach gut. Give me that stone. Now! Can't give you what I don't have. I shall search your corpse to make sure. Wait. Please wait. Give me the stone. Gina. Oh shit. We gotta get out of here. Haha, wie fies! Grab the stone! The stone! Gina! Haltet sie auf! Erschießt sie! Hab dich! Oh Mann! So gut gemacht. Also wird auf jeden Fall gespielt. Vor allem sieht es auch einfach so gut aus. Ich glaube, wir könnten hier viel falsch machen. Aber wie man es hier sieht, sieht es nicht danach aus. Indiana Jones and the Great Circle. Coming 2024. Ich bin gespannt, wie die Physik der Peitsche aussieht. Das ist vielleicht etwas, was schwierig sein wird. Aber ich bin gespannt darauf. Es sieht ziemlich gut aus. Und ziemlich lustig. Von daher würde ich sagen, schauen wir uns das bestimmt an. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen hier bei diesem Video. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.